Die Qualität von geliefertem Essen hängt von zwei Faktoren ab, von dem Essen und der Lieferung. Während ich meine privaten Favoriten habe, gibt es doch eine relativ große Vielfalt von Lieferservices. Deshalb habe ich mir gedacht, was sind die besten Restaurants bei den verschiedenen Lieferservices, und ich filtere nach Bewertungen und bestelle jeweils beim allerersten Restaurant. Immer fällt mir noch was ein. Wenn er denkt, jetzt hat er alles gemacht, nee, mir fällt noch was ein. Unser erster Kandidat heißt Volt. Ihr seht es hier jetzt an der Seite eingeblendet. Wir filtern ganz klassisch nach Bewertung. Zack, zack, boom. Nur mit Vital Bowl bestellbar. Udum vegan. Vegan Finest. 25 bis 35 Minuten Lieferzeit. 9,6 aus 10 möglichen Punkten. Sehr, sehr strong. Wenn wir jetzt ein bisschen runtergehen, seht ihr schon, es gibt noch weitere Restaurants mit 9,6. Die lassen wir aber einfach außer Acht, weil ich gehe einfach davon aus, dass was ganz oben ist, so entweder zahlen die halt drauf oder sie sind 9,69 beispielsweise, einfach vielleicht ein bisschen besser. Ich suche mir da irgendwas aus, worauf ich gerade Lust habe. Wir schauen einfach mal oben. Besteck und Behälter, Menüs. Udum Deluxe für 2,47,90. Udum Deluxe für 3,71,90. Alter Schwede. Guck aber mal, worauf ich einfach Lust habe. Mega interessante Kreation. Dino-Eier. Kichererbsenteig mit einer Füllung aus Quinoa und Avocado und hausgemachter Udum-Soße. Nehme ich Sushi oder nehme ich Bowls? Ich glaube, Sushi ist zu kleinteilig. Ich bestelle ein Gericht, das für sich selbst steht. Ich denke, das läuft dann, so wie ich mir die Karte hier anschaue, auf eine Bowl heraus. Udum Bara Bowl. Kichererbsen, Quinoa, Tempeh, Kirschtomaten, Gurken, Edamame, Avocado, Mais und Wakame, abgerundet mit Sesamsoße und Cocktailsoße. 16,70 Euro. Besser ist es gut. Ich bestell's einfach. Erste Bestellung ist da, genau 20 Minuten, nachdem wir bestellt haben. Das ist schon so ein richtiger Großstadttraum. So, dafür lohnt es sich, in der Großstadt zu leben. Und hier ist sie. Wow. Ist schon sehr, sehr hübsch für geliefertes Essen, oder? Dazu gibt es nur Stäbchen. Aber erster Gedanke, 16,70 Euro. Wird hier schon gefragt, wie war das Essen? Das kann ich allerdings gleich erst beantworten, wenn ich es selbst probiert habe. Seitan, bin ich erstmal sehr drauf gespannt. Diese Soßen, die das schon so ein bisschen berührt haben, sind sehr, sehr krass. Es ist so ein bisschen faserig. Es hat so eine schöne goldgelbe Farbe. Ist schon sehr lecker. Hier drüben haben wir so ein bisschen Wakame, Algensalat. So lauwarm. Und ansonsten ist das einfach eine mega bunte Bowl. Wir haben diese Radieschenblume, die wirklich sweet ist. Wenn die weg wäre, 16,70 Euro, so, boah, ist schon viel. 16,70 Euro, Junge, sind die verrückt. Ja. Also das ist so. So kommen die in deinen Kopf rein. Ist das hier Bulgur? Quinoa. Quinoa, Quinoa haben wir. Schmeckt sehr gut, aber ohne Soße noch relativ wenig. Jetzt, wo ich hier alles mal probiere, bisschen Avocado, wow. Das Ding ist, wenn du eine Bowl willst und Leute, die das wollen, bestellen im Zweifelsfall eine Bowl. Dann macht das schon alles richtig, weil eine Bowl ist so zusammengewürfelt aus vielen Komponenten. Die Soße verbindet alles gut, alles ist fresh, aber es ist jetzt keine geisteskranke Erleuchtung so bisher für mich. Die Soße ist schon sehr gut. 9,5, ich glaube 9,6 waren es in der App, sind schon fair. Ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Also du musst halt immer überlegen, dass du das bestellst. Für mich selbst, jetzt gerade mit Hunger, ist es so eine 8. Aber wenn man darauf Bock hat, ist es richtig, richtig gut. Damit auf zum nächsten. Ab zur nächsten App. Wir sind bei Lieferando, der Klassiker, der Gigant unter den Liefer-Apps. Und als allererstes klicke ich mal den Filter rein. Ihr seht unten 638 Ergebnisse, 5-Sterne-Restaurants, nur noch 6. Maki Sushi und Burrito Takeaway. Ich habe eine Hoffnung. 30 bis 55 Minuten, schon mal ein bisschen länger. Eine Hoffnung, und zwar, dass es keine normalen Burritos sind. Es würde mich auch irritieren, wenn ein Laden Sushi und mexikanische Burritos macht. Oh, es ist, wie ich gehofft habe. Es gibt Sushi Burritos. Das ist jetzt krank. Vegan Burrito, Chicken Burrito, Sake Burrito und Ente Burrito. Ich kann mir irgendwie so ein Lachs-Burrito mit Sushi-Lachs stelle ich mir irgendwie nicht so geil vor wie Chicken-Burrito mit knusprigen japanischen Brathähnchen. Wähle eine Größe, normal oder mega. Ich nehme, no joke, ich nehme mega, weil ich wissen will, was mega ist. Und Sonderwunsch, frittiert. Nee. Dann haben wir es schon. Chicken-Burrito, mega. Das war relativ schnell. Bin gespannt, wann es kommen wird. Da ist das Ding. Mit ordentlich Extras für den Mindestbestellwert haben wir hier 2 Nigiri, 2 Gunkan-Sushi. Für insgesamt 10,80 Euro. Das ist hart. Das ist richtig hart. Alter Schwede. Ich schwöre, ich hätte gerne Waage hier. Ich glaube, das Ding wiegt ein halbes Kilo. Nimm mal bitte in die Hand. Oder? Das Ding ist, der Sushi Burrito hat eigentlich einen relativ niedrigen Preis. Ich glaube 12 Euro als Mega-Version. Die hier sind relativ teuer und haben es teuer gemacht. Aber es ist ja auch das beste Restaurant, das es gibt auf der Liste. Schon schön, ne? So mit Lachs ummantelt, obendrauf auch so ein feuriges Tartar aus Lachs. Innen drin Reis. Muss schon sehr gut schmecken. Ich probiere. Geil.
sehr buttriger Lachs, schöne Schärfe von oben. Innen drin, der Reis ist auch perfekt gekocht. Ich habe halt zuletzt das Sushi von Steffen Henssler gegessen, da habe ich schon sehr hohen Standard jetzt. Ein Nigiri probiere ich auch noch. Mit Mandeln. Leicht flambiert. Vielleicht noch ein Bier, eine Süße ist auch dabei. Dann kommen wir aber zum eigentlichen Star der Show. Ich wollte es schon länger mal essen und Alter, ein Sushi-Burrito. Hast du es schon mal gesehen irgendwo? Ja, auf Instagram. Nur auf Instagram habe ich schon Sushi-Burritos gesehen. Wenn wir von oben reinschauen, erkennen wir... What the fuck? Alter Schwede. Alter. Also mega. Das hätte ich nicht erwartet. Mega haben sie auf jeden Fall sehr ernst genommen. Du hast nicht mit einem Nori-Blatt außenrum gerechnet? Nein. Was dachtest du? Ich dachte, ein Rap. Ein Rap mit Sushi-Füllung. Ich dachte und ich wusste, dass es sowas werden könnte. Guck mal, Daddy. Das ist ein Sushi-Burrito. Heb den einfach nur mal hoch. Boah. Ist ja ein halbes Kilo. 12 Euro. Das ist schon okay, also ist ordentlich Masse für das Geld. Jetzt muss es nur noch schmecken. Aber das probiere ich einfach mal. Der erste Sushi-Burrito meines Lebens. Crispy Chicken, ich erinnere mich. Alter, das ist eine Mahlzeit für zwei Personen. Das ist so ein Apparat. Ich frage mich, was kommt, wenn man normal bestellt? Ich meine, ich muss da natürlich auch wieder mega bestellen. Im Sushi hast du ja auch keinen Salat normalerweise. Aber du hast Salat drin, du hast Frische, du hast verschiedene Komponenten, auf die du drauf beißt, die sowieso gut harmonieren, weil es halt so Sushi-Komponenten sind. Da hast du so ein paar Burrito-Einflüsse und mit richtig Hunger kannst du so ein Ding, glaube ich, verdrücken. Und es ist wieder so, dass du dich danach wahrscheinlich nicht komplett scheiße fühlst. Das ist, finde ich, so das Produkt von verschiedenen Trends, die so kombiniert worden sind. Ja, Burrito. Sushi-Trend, Burrito-Trend, einfach ein Sushi-Burrito machen. Aber es sieht richtig gut aus und es schmeckt auch richtig gut. Jetzt ist nur die Frage, kommt was Besseres dabei raus, wenn man Sushi und Burrito kombiniert? Ist ein Sushi-Rito besser als Sushi und besser als ein Burrito? Für mich persönlich ganz klar nein. Es ist nice, es ist fresh, es ist lustig, um es mal auszuprobieren. Aber es ist jetzt nichts, was ich immer und immer wieder essen würde. Schon gar nicht als Mega-Version. Aber trotzdem ist es lecker. Der Laden ist auch gut. Für mich persönlich ein bisschen schwächer. Wer es feiert, der hat da sehr viel Spaß dran. Ab zum nächsten. Let's go. Und ich schicke einen weiteren Kandidaten ins Rennen. Uber Eats. Ich glaube, das sind die drei größten aktuell in Köln. Es gibt noch kleinere, aber ich kann ja jetzt nicht fünf hier reinnehmen. Ich bin gespannt, was hier Platz 1 ist. Ich finde es erstmal wirklich interessant, dass es so verschieden ist. Also beim einen Sushi Burrito, beim anderen ein Veganer-Spot. Und hier. Und wir filtern nach Bewertung, Anwenden. Und ganz oben haben wir Fein Fein, Healthy Food Köln. Irgendwie ist da ein Motiv erkennbar, so gesunde Sachen. Köln ist gesund. Gesunde Sachen sind häufig unter den besten. Vielleicht, wenn du es isst und dich danach gut fühlst, dann bist du dann eher gemein. Dann schreibst du eher eine Bewertung. Schauen wir mal rein. Caesar Wrap, A Very Vegan Bowl, Low Carb Zucchini Brownies. Okay, muss ich schon mal direkt bestellen. High Protein Schoko Avocado Mousse. Okay. Wraps mit Süßkartoffelpommes. Ein Wrap mit Pommes. Das ist schon irgendwie eine interessante Kombination, dass das so ein super gesundes Ding ist. Zoodles, Zucchini-Nudeln, gibt es auch. Ich glaube, ich gehe wirklich auf diesen Caesar Wrap. Da kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass er so krass geil sein soll. Leute, ich glaube, das ist unsere dritte Bestellung. Die finalisiere ich jetzt und dann sehen wir uns zum Probieren des finalen Gerichts. Nächste Lieferung ist da. Wir haben Low Carb Zucchini Brownies mit, sind das Nährwerte? Ja, Nährwerte stehen drauf. Alter, auch auf dem Pommes-Dip. Auch auf dem Pommes-Dip. Beim Caesar Wrap, der tatsächlich Alter. Auf Pommes serviert wird. Der sieht sehr wild aus. Der sieht gut aus, aber was hebt ihn ab von so einem Flughafen-Wrap? Das frage ich. Die Nährwerte. Also da weiß man wenigstens, was man isst. Wenn du jetzt sowas essen würdest bei einem anderen Burrito-Laden, ja, dann wüsstest du ja niemals, wie viel Kalorien es hat. Und für manche Leute ist das wichtig. Ja, und ich glaube aber, dass sie das sich auch zu Marketingzwecken zunutze machen, weil auf zwei Nachkommastellen, wie gesagt, so, dann ist diese Pommes hier weniger drin, dann hat es 5 Kilokalorien weniger, so, ne? Ja, vom Ding her, wenn ich sie aber schon in der Hand habe. Die Lieferung bei Uber Eats hat 4 Euro gekostet. Das ist schon echt viel. Nehmen wir mal unseren Pommes-Dip, das ist der Umami, sein Vater-Dip. Nee, nicht ganz so, aber irgendwie sowas in die Richtung war's. Ich gehe mal rein. Mit zwei Pommes. Boah, der ist wirklich Umami. Ja? Sehr lecker. Sehr voller Geschmack. Er macht auf jeden Fall die Pommes um einiges nochmal geiler. Geil. Jetzt bin ich aber hierauf gespannt. Das ist, wenn man es so zusammentut, gar nicht mal so viel, ne? Wie so ein kleiner Burrito. Den haben wir gerade auch schon gegessen. Und jetzt packe ich den Aal hier mal aus. Für mich so ein klassischer Laden, der in so einem Bahnhof eigentlich sein könnte, oder? Sieht relativ normal aus, Caesar Wrap. Ich meine, sagt ja auch schon, was es sein sollte. Probier mal. Man hört es auf jeden Fall sehr knackig, der Salat. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zu so einem wirklichen Flughafen
Bahnhof-Ding, dass er wirklich sehr, sehr fresh ist. Sehr gut gefüllt auf jeden Fall. Chicken schmeckt super. Man schmeckt da, dass da wirklich auch ordentlich Parmesan drin ist. Das ist frisch, danach fühlst du dich gut. Das schmeckt auch sehr gut und ich fühle es komplett, dass Leute das hier feiern. Ich probiere jetzt mal diesen Companiero hier. Ich habe schon mal von Zucchini-Brownies gehört tatsächlich. Oh, er ist kalt. Er ist ganz kalt. Ey, der ist so saftig. Ich merke das komplett. Der ist schwer wahrscheinlich auch, oder? Hat auch richtig Masse. Ich glaube, er fällt jetzt auch auseinander, wenn ich reinbeiße, aber ich muss das tun. Also Zucchini suchst du vergebens. Das schmeckt überhaupt nicht nach Zucchini. Man kriegt so ein bisschen Marzipan, wenn man reinbeißt. Guck mal das bitte an. Ein bisschen schokoladige Hände. Schokoladigen Mund. Das ist so eine gute Alternative zum richtigen Brownie. Trotzdem süß, trotzdem geile, fluffige Konsistenz. Den muss man erstmal so hinbekommen. 182 Kilokalorien. Das ist nichts. Das ist richtig wenig. Und er schmeckt so gut dafür. Also da gehe ich komplett mit. Das ist so richtig, das ist schon fast so ein bisschen so mindblowing, so dass man sich denkt, das kann ich essen. Und ein normaler Brownie wahrscheinlich dreimal so viel. Ich muss wirklich sagen, es würde mir nicht so leicht fallen, einen Gewinner auszuwählen aus den drei Läden. Aber genau das mache ich jetzt. Ich bin im Food. Ich bin auch schon wach. Was war mein Favorit? Von den drei verschiedenen Läden, die wir bestellt haben, war jeder auf seine Art wirklich sehr, sehr strong. Es waren aber nicht die besten Läden, bei denen ich hier gegessen habe. Also ich würde nicht sagen, dass da auch meine Favoriten abgebildet waren, die bei den jeweiligen Lieferservices gelistet sind. Lieferung war bei allen nice, Essen war gut, Quali war gut, Essen war frisch. Ich glaube, den letzten Platz macht für mich persönlich der Sushi Burrito, aber es ist an sich auch eine geile Kreation. Dann kommt... Jetzt wird es schwierig. Dann kommt die Bowl und auf ersten Platz sind die Wraps und der Brownie, weil auf irgendwie, keine Ahnung wie, hat mich das übelst gepackt. Man fühlt sich locker danach richtig gut. Es ist ein verdienter erster Platz. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, gibt es euch bei allen Lieferservice-Sachen, die ich persönlich mehr feiere. Nummer 1 geht an Fein Fein. Herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Da werden wir einen Ausflug in ein anderes Land machen, kulinarisch. Und ja, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Könnt ihr mal raten, in welches Land? Könnt ihr mal raten, in welches. Ich gehe jetzt wieder schlafen.